Grüßen. What's up, people? Wir spielen wieder Wrath. Und ich habe gesagt letztes Mal, ach, das Spiel ist nicht so richtig meins. Aber ich will ihm noch eine Chance geben. Ja, und das machen wir auch heute. Also wir haben letztes Mal gelernt, wie wir ein ganz klein bisschen überleben können und dass Peter ein Arsch ist. Aber was soll man machen, ne? Auch in jedem Spiel muss es mal einen Arsch geben. In dem Fall ist das nun mal Peter. Wie in jedem Spiel nenne ich meine Haie Peter. Da müsst ihr euch nicht wundern. Also nur, falls ihr euch gerade gefragt habt, wer denn Peter ist. Peter ist das Stück Scheiße, was hier rumschwimmt. Moment, da. Das ist Peter. Wie er leibt und schwimmt. Na, kriegen wir das? Ja, das Fass haben wir. So, ich bin bis jetzt noch nicht sehr überzeugt von diesem Spiel. Bis jetzt konnte es mich also trotz teils guter Bewertungen nicht auf seine Seite ziehen. Es hat schon eine ganz schöne Grafik. Die Grundidee ist auch ganz nett. Aber insofern es nicht einen neuen Hersteller hat, bin ich erstmal noch dagegen. Aber trotzdem spielen wir es. Es ist ein Survival-Spiel und Survival gehört auf diesen Kanal. So, zack, zack, zack. Guck mal, das hier sind rohe Kartoffeln, das sind rohe Rüben. Ich sag mal, wir brauchen eine Angel. Oh. Finde ich jetzt... ein Holzfisch. Finde ich ja gut. So. Oh, was denkt ihr? Beißt Peter da an? Kann man hier überhaupt auf der hohen See angeln? Ich weiß es nicht. Wir probieren das jetzt mal einen Moment. Und wenn das halt nicht funzt, dann lassen wir es. Ja, hat das jetzt gefunzt oder ist das jetzt nicht? Doch, wir haben einen Fisch. Schöne Sache. Lass doch mal das Floß in Ruhe, du blöder Hai. Hau ab hier. Ja, wie ihr seht, ich habe hier mit Naturwidrigkeiten zu kämpfen, wie ein Bescheuerter. So, mit Süßwasser füllen. Trinken. Passieren? Nö. Aber was wir machen können ist, wir können diesen Fisch hier mal ohne Hering platzieren. So. Und schwupps. Ja, vielleicht machen wir das wirklich mal, dass wir den Hai jetzt beschäftigen erstmal. Wir schmeißen mal vielleicht einen Haiköder hier holen. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. Also ich finde... Ach, das revidiert jetzt aber meine Aussage. Ich finde es ja an sich ganz schön. Ich finde auch die Grundidee zu dem Spiel echt schön. Ja, bin halt einfach nur nicht davon überzeugt, was der Hersteller uns damit sagen möchte. Weil ich sehe jetzt auch nicht so unglaublich viel Potenzial. Also ich sehe jetzt nicht, wie es hier weitergeht. Ich glaube, mein Charakter ist todmüde. Kann das sein? Ja, und der hat halt richtig, richtig Hunger. Jetzt holen wir noch eben den Fisch rein und dann essen wir was. Und dann basteln wir einen Haiköder und dann gucken wir mal, was draus wird. Pass mal auf hier. Essen. So, jetzt steigt das auch mal wieder. Haiköder. Ah, wir brauchen Seil. Ah, das kriegen wir hin. Wo war der? Haiköder, wir brauchen... zwei von diesen Fischlein. Oha. Oha. Also jetzt ist hier aber Karneval. Ach, da ist der Hai. Ach, meine Güte. Ich kriege hier immer gerade so einen mittelschweren Herzinfarkt, wenn ich da irgendwas herschwimmen sehe. Und fupp. War der da schon wieder? Warum schwimmt er immer hier drunter her? Hat er Komplexe oder was? Das Meer ist voll mit Sachen, wo er drunter her schwimmen kann. Der soll mich in Ruhe lassen. Stopp. Also das haben wir brauchen noch ein Seil. Ach so, kann man das auch herstellen. Na, guck mal hier, wir haben Haiköder. Und... oh. Ja, schönes Ding. So, was brauchen wir? Ein Paddel vielleicht mal. Ein Plastikhaken. Ich würde mal hier Next Step. Ne? Eine Planke noch und ganz viele Palmblätter. Ich würde sagen, das ist unser Next Step. Was brauchen wir für einen Anker? Seile und Steine. Steine und Seile. Steile und Seile. Guck mal da hinten. Der Hai ist beschäftigt. Schön ist das.
Das hat ja auch was zum Spielen. Auch wenn es ein bisschen brutal aussieht. Guck mal da hinten. Wir brauchen definitiv jetzt Steine. Und ich würde jetzt wirklich, wirklich, wirklich gerne auf diese Insel. Es wäre meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schön. Eigentlich hat der Heiler immer was zu tun, ne? Nein, ich springe jetzt nicht ins Wasser. Ich traue diesem Spiel nämlich zu, dass es zwei Haie hat. Es ist eine sehr, 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 sehr schöne... Oh, da oben ist ein Helikopter. Das ist eine wirklich sehr schöne Insel. Können wir einen Wurfanker herstellen? Nein, können wir nicht. Können wir denn aber ein Paddel herstellen? Ja, das können wir. Und ich sag mal, aller Anfang ist schwer, aber wir schaffen das. So, ich kann unser Floß zwar hier ankern, aber es treibt uns ja trotzdem weg. Heißt, nein. Nein. Wir gehen jetzt in diese Richtung. Ob du das willst oder nicht, du kleines, doofes Floß. Nein, wir gehen jetzt in diese Richtung. Wie ein störrisches Kind benimmst du dich gerade. Lass es zu. Lass es einfach zu. Lass es geschehen. Ich weiß, was ich mache. Ich verspreche dir, hier gefällt es dir besser als auf... Nein. Fräulein, ich sage dir, du. Ja, apropos Fräulein, ich sage dir, wir müssten mal wieder was essen. Empfänger. Aha. So, was brauchen wir? Unser Floßtreibwerk. Wir bräuchten Seile. Wir machen das jetzt ganz anders. Guck mal, hier. Die können wir essen. Dann ist der Hunger schon mal gestillt. Ich sag's euch, wir machen uns hier jetzt ein schönes Leben. Ne? Wir lassen uns hier überhaupt nicht mehr ärgern. Tschüss, Floß. War eine schöne Zeit mit dir. Ne, eigentlich wollte ich mein Floß behalten und ich weiß, dass wir jetzt dadurch wieder sterben werden. Aber ich sag mal, was soll ich machen? Ne? Musste mich jetzt entscheiden, ob wir uns mal was Neues angucken oder ob wir noch eine Woche hier rumgammeln und nicht weiterkommen. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir mal was Neues machen. Also, dass wir uns hier mal angucken, was hier ist. Unser Floß können wir immer noch einfahren. So weit ist das ja auch nicht weg. Ich korrigiere, das kriegen wir wahrscheinlich nie wieder. Hör doch mal auf, hier rumzumurren. Hier, es. Friss oder stirb. Und jetzt halt die Babben da. Ha, diesmal haben wir einen Speer. Ob der jetzt effektiv irgendwas im Nahkampf gegen Peter bringt, das bezweifle ich jetzt allerdings mal stark. Aber zumindest haben wir die Tendenz, dass wir eine Chance haben könnten. Ah, und er gibt uns die Chance, es zu testen. Zum Glück schwimmen wir gerade in dieselbe. Kann ich mich nicht an ihm festhalten? Das wäre so mein Kampftrick, wenn mich ein Hai angreift. Ich würde versuchen, wenn ich das Glück habe, ihm ausweichen zu können, dass ich dann in seine Richtung schwimme, quasi an ihm festzuhängen. Ich glaube, wir werden jetzt gegessen. Ach, aufgeben und wiederbeleben. Na, guck, jetzt sind wir da schon wieder hier. Lass mich raten. Kurze Frage. Lass uns einfach mal so ein Gedankenspiel machen. Sagen wir, ich bin jetzt gestrandet und ich habe nicht die Möglichkeit, mir irgendwas zu bauen. Na, ist nur so ein Gedankenspiel. Was müsste ich dann tun, damit ich hier wieder was machen? Ich habe leider auch keinen Speer, ich habe gerade nichts. Ich würde mir jetzt gerne einen Plastikhaken bauen, aber dafür brauche ich Kunststoff. Und da kommt auch schon was. Wir machen was mit hier. Ne? Schlimm ist das. Komm her, dich brauche ich. Hier, euch brauche ich auch. Und dich hier brauche ich ganz gut. Dich brauche ich nicht, du kannst weggehen. Ja, fühl dich ruhig nicht willkommen. Na? Sei ruhig, beleidigt und geh weg. Weg, habe ich gesagt. Ganz schön frech, der Kleine, ne? Ganz schön frech.
Oh nein. Oh nein, er macht es wieder. Hau doch mal ab, du! Bin froh, dass ich das noch nicht bauen kann. Ich glaube, das bezahlst du. Dafür bezahlst du. Das vergesse ich ihm jetzt aber so schnell. Also wenn der jetzt gedacht hat, ich lasse ihn das hier einfach so durchgehen. Ne? Nee, 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 nee. Das war nichts. Das hätte geklappt. Können wir jetzt denn wenigstens einen Plastikhaken herstellen? Na gut. Guck mal, wenigstens das hat geklappt. Unsere Überlebenschancen sind gerade von 1% auf zumindest 10% gestiegen. So, jetzt eben noch das hier rein. Ei, 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 ei. Oh, was? Oh. Welch schlechter Wurf. Ist das euer Ernst? Also wie ihr seht, das mit dem Werfen, das klappt ja echt gut schon. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas anderes. Aua! Okay. Da war Peter wohl wieder ein bisschen hungriger. Mist! Welt gespeichert. Aufgeben und wiederbeleben. Das war wieder eine relativ kurze Runde, sag ich mal. Und wir haben jetzt immer noch nicht herausgefunden, was das eine da war. Welch Ärgernis. So, was können wir denn eigentlich noch bauen? Also ein Paddel hat uns nicht viel gebracht. Ein Haiköder hat den Hai schon mal einige Zeit beschäftigt. Eine Angelrute hätten wir uns mal besser behalten. Können wir eine Kiste bauen? Plastik. Plastik. Ausnahmsweise freue ich mich über Plastik mehr. Meh. Ich habe auch gedacht, so nah an den Inseln schwimmt der Heiligen. Ja, ganz offenkundig hat er mich da ein bisschen eines Besseren belehrt. Wir müssen einfach nur ein Floß bauen, das groß genug ist, dass er das nicht essen kann. Dann müssen wir uns auch nicht mehr darum kümmern. Guck mal hier, ein kleines Lager, Forschungstisch, einfaches Bett. Wiederbeleben und Bett sorgt für mehr Gesundheit. Ja, stimmt, unsere Gesundheit ist jetzt, ich sag mal, semi-prickelnd. Aber das kriegen wir auch hin. Wir brauchen unser Hau ab. Bisschen Plastik bitte. Ein bisschen Plastikmüll. Ausnahmsweise darfst du mal Plastikmüll zu mir bringen. Oh, da hinten ist schon was. Ich sehe schon, was da kommt. Guck mal da. Oh, guck mal da. Oh. Und Plastikmüll. So, Plastikhaken. Schönes Ding. Hätten wir nicht gebraucht. Haben wir aber gemacht. Zack. Bauplanempfänger. Ja, ich verstehe doch nicht ganz, worauf das hinaus möchte, dieses Spiel. Also, hat das eine Story? Ich weiß es nicht. Können wir das mal jemand schreiben? Ob das Spiel eine Story hat? Weil ich sehe hier Folgendes. Wir stehen auf einem Floß und müssen Müll sammeln, damit wir Dinge bauen können, die dieser blöde Hai wieder kaputt machen. Das ist das, was ich sehe. Ich sehe hier keine Story, ich sehe keinen Hintergrund. Ich weiß nicht, warum wir auf diesem Floß sind, wo verfickt nochmal wir sind, ob das hier alles nur ein blöder Scherz bei versteckter Kamera ist. Ob das hier irgendwo auch einen Sinn hat? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Zack, Speer. Nee, 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 nee. Oh, nein. Du kommst auch. Ah, noch ein paar Fässchen vielleicht. Ich sehe keine. Schade. Ja, Planken dürfen hier ruhig drauf. Er hat doch Hunger. Lecker Makrele. Oh, gute Makrele. Zack. Unsers. Unsers. Bin ungeduldig. Oh. Ungeduldig. Warum machst du das? Wieso ziehst du das davor, wenn das noch gar nicht da ist? Hast du jemals in deinem Leben Angel, du Schnöselkopf? Das kostet der Bauhammer. Planken und Seil. Quasi das, was hier rumschwimmt. Nur in noch mehr. Und so. Das war unabsichtlich. Tut mir leid. So. Aber wenn ihr, wie gesagt, eine Story wisst, ich würde mich freuen, wenn ihr sie mir sagen könnt. Bis jetzt konnte ich dem Spiel nämlich keine abgewinnen, geschweige denn herausfinden. Oh, guck mal, da kommt wieder was Gutes.
Aber vielleicht habe ich einfach noch nicht richtig aufgepasst. Und renn damit. Ach, shit. Ist das jetzt dein Ernst? Kommst du wohl her? Bevor der Schnöselkopter da kommt. Aber wir haben ja einen Speer. Diesmal machen wir es ihm nicht so leicht. Unsere schöne Bude hier aufzunaschen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall das Fass. Das heißt, ich behalte das mal im Hintergrund. Zwei Seile und ein Hammer. Schönes Ding. Ja, Peter, das hast du jetzt davon. Hast gedacht, das wird ewig oder was? Zerstörungswut. Oh, 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 oh. Dich wollen wir nicht verpassen. Zieh! Schönes Ding. Du hast mich gerade daran gehindert, meine Planke aufzunehmen, du dummer Hai. Fühle dich nicht so sicher. Ich mach noch Jagd auf dich. Bauplan Empfänger, Bauplan Antenne. Ja, das klingt ja alles ein bisschen mysteriös. Ne? Fällen von Bäumen entfernen von Floßteilen. Ich sag mal, wir können ja mal langsam anfangen, uns hier was anderes zu bauen, wie zum Beispiel mal eine schöne Holzwand. Ich sag mal, eine halbe Holzwand. Mal hier so. Weiß auch nicht, ob das was bringt. Steht hier vielleicht eine Beschreibung bei? Nee. Ach, guck mal. Drehen kann man das auf R. Ja. Jetzt kriegen wir eine richtige, richtige Studentenbutze auf die Reihe. Ne? Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ah, das geht mir nicht mehr. So, wie lange sind wir schon drin? Ja, guck mal. Läuft doch. Ich weiß allerdings nicht. Aje, aje, aje. Der hat Hunger, der Knabe. So. Ach, schön. Das haben wir noch erwischt. Hier, direkt mal mit Salzwasser füllen. Dann. So war das nicht geplant. Ja, also liebe Kinder, egal welchen Alters, tut euch einen Gefallen, trinkt kein Salzwasser. So, mit Salzwasser füllen. Nee. Trinken Flüssigkeit füllen. Ja, ich habe doch hier eh gemacht. Nee, ist er. So, als nächstes klare Sache. Oh, 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 oh. Das war eng. Und da ist noch eine. Oh, guck mal, direkt erwischt. Und das Kunststoff haben wir auch noch erwischt. Schönes Ding. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das hier. Kleine Anbaufläche. Seile könnte ich herstellen. Eine Planke, die sollte machbar sein. Zack, guck mal da. Jetzt haben wir eine Anbaufläche. Ja, guck mal, ist doch schön. Und jetzt brauchen wir noch was zum Anbauen. Ach, das kriegen wir schon wieder. Ich sag mal, das wird jetzt unser kleinstes Problem, oder? Guck mal hier. Wir brauchen Nägel. Und sowas. Also ein Krimskrams, was man in jedem Obi kriegt. Und er macht sich hier dick Sorgen. Gut, ich sag mal, wir haben jetzt auch nicht viele Obis hier. Vielleicht sollten wir uns mal bemühen, erstmal ein Segel zu machen. Weil ich glaube nämlich, dass das Segel eine sehr wichtige Funktion erfüllt. Und deswegen ist das hier gut, weil wir brauchen wir. So, das machen wir auch hier rein. Segel. Dafür brauchen wir Planken, Schrott und Stuff. Oh, da kommt was Dickes wieder. Schön. Guck mal an, dann können wir das hier direkt überpflanzen. Jawohl. Das Seil können wir hier hoch machen. Bleibt da unten im Wasser, ich sage dir, Fräulein. Und bam! Entschuldigung, aber ich bin so euphorisch, diese Fässer zu sehen. So, schön ist das. Schönes Ding. Da kommen wir, glaube ich, nicht dran. Ich will nichts sagen, aber an der Geschwindigkeit dieses Bootes sehe ich, dass wir ganz schön an Speed zugelegt haben. Aber das Segel können wir noch nicht bauen. Es fehlt noch ein bisschen Schrott. Aber hier liegt hier doch so viel im Meer. Aber wir müssen mal anfangen, irgendwie uns hier eine Vorrichtung zu bauen. Dass wir hier quasi eine Fundation haben. Zaun, Salzzaun, halbe Holzwände, halbe Säule, Dächer,
Stations. Naja. So, jetzt kommen wir wenigstens ein bisschen weiter raus. Nein. Na, schade. Hätte ja klappen können. Ja, so wirklich, wirklich viel gutes Zeug kommt hier nicht mehr an gerade. Ist das da hinten noch ein Hai? Nee. Apropos Hai. Hau ab, Fräulein. So, haben wir hier zufällig was zu trinken. Mit Süßwasser befüllen. Mit Salzwasser befüllen und wieder einfüllen. Ja, guck, das klappt doch hier wie am Schnürchen. Apropos am Schnürchen. Planke und Seil. Ach, ich weiß, dass wir das für das Segel brauchen. Ja, das müsst ihr mir nicht tausendmal jetzt ins Ohr schreien. Passiv. Aber mal auch unser Essen. Ja, was bringt uns das beste Segel, wenn wir es nicht nutzen können, weil wir hops gehen? Du hast ja aber gesehen, dass da eine Wand ist, oder? Ich glaube, es hackt. Nee. So hier schon mal gar nicht, Freundchen. Also ich baue mir hier mühselig, baue ich mir hier ein Haus auf, ne? Und du, Drecks-Thunfisch, kommst auf die Idee, dich hier einzumischen. Aber ich glaube, es hackt oder was. Kunststoff. Schöne Sache. Ne, Palmblätter. Und auch Kunststoff war das. Na, guck. Durch ein großes Floß kriegen wir natürlich die Möglichkeiten, viel, 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 viel mehr zu sammeln, weil es schwimmt ja alleine schon quasi in uns rein. So. Ich habe trotzdem gesagt, wir brauchen... Hau ab. Wir brauchen das und wir brauchen das. Ein Segel wäre schon praktisch. Ich sag mal, Segel ist auch so ein bisschen mehr Endgame-Content. Wobei ich nicht weiß, ob es hier überhaupt ein Midgame gibt. Ein Endgame und sonst was. Weil bis jetzt, und das ist nicht bös gemeint, nur realistisch, bietet dieses Spiel exakt einen Content. Content. Und nicht Midgame, Endgame, Early Game. So. Ich sag mal, jetzt haben wir auch mal genug Platz gleich für ein Bett. Oder? Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Effekt hat, aber wir können die Nacht durchschlafen. Das heißt wohl, nachts könnte es sein, dass der Hai vielleicht aggressiver ist. Seht ihr, was ich meine? Jetzt kommt nämlich der Scheiß, was ich gesagt habe. Wir verhungern nämlich. Jetzt hoffen wir mal, dass in diesem guten Fass hier was drin ist. Nö, also es ist schon was drin, aber halt nichts zum Essen. Deswegen hoffe ich, dass wir die Angelrute jetzt basteln können. Es fehlt noch eine Planke, das kriegen wir hin. So, Angelrute ist gebaut und wir angeln Peter. Oder auch nicht. Jetzt machen wir hier ganz schnell was fertig. Aber ganz einmal schnell. Ja komm, Fisch, Fisch. Schönes Ding, so. Und wie er den hält, ne? So richtig ängstlich panisch. Ist das hier schon gewachsen? Nö, ist nicht gewachsen. Haben wir denn noch irgendein Fässchen? Ne. Also uns geht ganz schön Material flöten. Also ich glaube, wir sollten aufhören, irgendwo hin zu schwimmen. Nur wenn wir einen Anker haben, auch mal an Inseln anhalten, damit wir die dortig heimischen Pflanzen kriegen. Aber sonst, sag ich mal, unnötig. Guck mal, das hat sich doch zum Beispiel viel mehr gelohnt. Und das sollten wir vielleicht auch öfter machen. So, sei bitte fertig. Hering entnehmen. Und essen. Gut, gut. Einen Plastikhaken wiederherstellen. Ja, so ist den richtig. Das da hinten kriegen wir noch nicht. Na, guck mal einer an. Wir pflanzen die Rübe. Wir pflanzen die Kartoffel. Und ich glaube, ab 3 ist Ende. Lass mich da nicht lügen, liebe Freunde. Aber ich glaube, ab 3 ist Ende. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Trinken. Füllen das auf. Oh, Planke nehmen. Lassen das schon mal wieder durchlaufen. Ne? Und dann machen wir nämlich Folgendes.
Was war das? Wir machen jetzt mal eine schöne Tour. Und zwar unseren Magenfülltour. Jo, 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 jo. Wenn das fertig ist, kommt ein neues Salzwasser. Oh, da müssen wir abbrechen. So eine Kiste, die lassen wir uns noch nicht entgehen. Können wir das noch pflanzen oder war es das? Braucht frisches Wasser. Flüssigkeit anfühlen. Fragezeichen. Braucht frisches Wasser. Wahrscheinlich nicht. Naja. Ja. Also. Können wir das jetzt da reinmachen? Wenn nicht, dann gehört das zu Projekt voller Magen. Und Projekt Wasser. Ja, wir machen jetzt die ganze Zeit. Wir angeln so lange, bis das fertig ist. Oh. Oh ja, jetzt klappt. Und dann trinken wir. Bis wir voll sind. Damit wir schon mal das aus dem Kopf haben. Boah, ich sag mal, eine Seefahrt, die ist lustig, ne? Auch manchmal ungewollt. Lohnt es sich, das weiter wegzuschmeißen? Hat das einen Sinn? Kriegt man dann andere Fische? Er kommt wieder, oder? Ja, er kommt. Ja. Ich kenne deine Bewegungsabläufe, du Mistvieh. Mittlerweile interessierst du mich nämlich nicht mehr. Aber wisst ihr was? Das und noch vieles mehr, das seht ihr in der nächsten Folge. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da und verpasst keine weiteren Folgen von was auch immer an Survival-Krams ich mache. Ne, ihr seid auch immer auf meinem Kanal willkommen. Aktuell läuft eine Ausschreibung, dass ich YouTuber und Streamer suche. Dazu aber noch ein Infovideo später. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wollt Raft weiterspielen. Wenn ja, unterstützt mich, das Ganze zu kriegen. Spendenlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denn ich müsste das Ganze privat finanzieren und ich tue das natürlich für euch. Und auch ein wenig für die Entwickler. Wobei in diesem Fall vielleicht nicht für die Entwickler. Aber in normalen Fällen tue ich das auch für die Entwickler. So, schön war's mit euch. Schön war's mit Peter. Von mir aus kann dieses Drecksvieh verrecken und einfach von der Bildfläche verschwinden. Kein Problem, ich wäre ihm nicht böse. Ja, so hat das schon mal geklappt. Plank platzieren. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen was zu naschen. Schön. Guck mal, er sieht aber auch böse aus, ne? Das ist auch ein Hai. Nichts tut man ihm. Aber er macht hier gleich eine Welle, als hätte man hier sein ganzes Haus verdreckt. Ich bin doch nicht dran schuld, ich sammle den Müll doch ein. Na gut, vielleicht werden wir noch eine Story herausfinden, warum Peter so garstig ist. Na, du blödes Vieh, vielleicht werden wir noch beste Freunde. Ich weiß es nicht. Ich habe mich ja schon verabschiedet, das heißt... Moment, Schlückchen trinken, das heißt für uns. Ist jetzt Schluss heute. War schön mit euch, wir sehen uns. Tüdelü, Valadoiris, euer Wolf.